Hier, mein Name ist Marcel und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Oh, hoppla. Zu dem Video, was ich gefragt habe, ob ich es machen sollte, weil ich eigentlich die 4K-Auflösung testen wollte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber jetzt im Materialvideo, weil ich ja hier und da ein paar Bilder gezeichnet habe, die ich auf DeviantArt hochgeladen habe. Und ich habe mein Material in den Videobeschreibungen erwähnt, oder keine Ahnung, mit DeviantArt, das ist ja keine Videobeschreibung zumindest. So die Zeichnungen, die ich mache, was ich dazu benutze und auch zum Video, zu den Videos, die ich mache, welche Software ich dazu benutze. Und ich dachte mir, hey, es ist doch eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vielleicht klappt 4K dieses Mal sogar. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich gehe einfach mal alles durch. Sowieso haben viele Leute mich gefragt, ob ich nicht mal kürzere Videos machen soll. Ja, ihr wisst schon, die Art von Leute, die lange Videos irgendwie nicht vertragen. Aber was soll's. Ich gehe einfach mal alles durch. Weil ich auch sehr oft gefragt, immer wieder dieselben Fragen bekomme, welches Papier, welche Stifte, was auch immer. Ich gehe das Ganze jetzt ein für alle mal durch. Keine Ahnung, ihr könnt ja gerne Leuten beantworten, was ich benutze, wenn ihr in den Kommentaren irgendwelche Fragen seht. Aber bereitet euch halt darauf vor, dass ich jetzt nicht mehr so oft auf die Materialien eingehe, die ich benutze. Weil hey, ihr habt jetzt hier so ziemlich alles. Das Erste, was ich oft gefragt werde, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, ist das Papier. Ich sage jedes Mal, dass ich den Layout-Block von Hahnemühle benutze. Da seht ihr auch, ne? Hahnemühle. Er hat unglaublich schlechte Rezensionen auf Amazon und ich verstehe ehrlich gesagt nicht wirklich, warum. Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin vollkommen zufrieden damit. Das Papier ist ganz gewöhnliches Copic-Papier. Sekunde, vielleicht kann man das erkennen. Dass das Papier wirklich sehr, sehr dünn ist. Vielleicht erkennt man es durch die Kamera wirklich nicht so gut. Doch, da sieht man mich schon auf der anderen Seite. Das ist wirklich sehr dünnes Papier, speziell beschichtet. Das war übrigens nicht ich, das war schon drauf, ja. Das ist zur Veranschaulichung von der Firma gewesen. Aber ich bin vollkommen zufrieden damit, ich kann jeden empfehlen. Googelt doch einfach danach, ich packe euch jetzt nicht zu jedem Material, was ich hier vorstelle, einen Link in die Videobeschreibung. Ich denke, das kann man auch nachvollziehen. Aber man könnte eigentlich so ziemlich alles, was ich hier vorstelle, auf Amazon.com kaufen. Gut, was gibt es noch so Wichtiges zu sagen? Ich schätze mal, die meisten Leute wollten das hier sehen. Das ist so meine, nein, nicht so ziemlich meine Kollektion, sondern das sind alle Copics, die ich besitze. Ich weiß, dass Comicwelt eine etwas größere Sammlung hat, aber der hat ja auch mehr Geld zur Verfügung. Ich meine, hey, mit mehr Abonnenten verdient man mehr Geld, logisch. Aber das sind so die Töne, die ich benutze. Die Hälfte davon habe ich noch nie benutzt. Ich habe sie nur für den Worst-Case-Szenario. Aber ich schätze mal, wenn man mit wenig Copics viel erreichen kann, dann ist es genauso gut, wenn man viele Copics hat und wenig erreichen kann. Oder es ist vielleicht sogar ein besserer Fall. Da rechts nebendran habe ich ein paar Copics, die ich nicht mehr benutze, weil ich sie doppelt habe. Ihr seht so ein paar Töne, zum Beispiel hier, oder die grün. Habe ich doppelt, die Rose habe ich doppelt und so weiter. Das sind alles doppelte Töne, die ich habe. Ich brauche sie nicht wirklich, deswegen liegen sie da drüben. Vielleicht einem Freund von mir oder so, der zeichnet, wenn ich mal Freunde habe, die zeichnen. Keine Ahnung. Dann kann ich die irgendwie abtreten, weil ich sie nicht mehr brauche. Aber jetzt im Fall der Grüne, die schmieren halt teils, weil ich sie früher auf normalem Papier benutzt habe. Deswegen schmieren die. Ich habe es, glaube ich, schon in dem Video gesagt, in dem ersten Artist Opinion gesagt, wo ich die Pokémon Fanart gemacht habe und dann dieses Gewaldro angemalt habe, dass die Grüns unglaublich schmiert. Ich glaube, man sieht es auch in dem Video, welches Ausmaß das annimmt. Und deswegen habe ich mir gerade ein neues gekauft. Vielleicht findet es der eine oder andere unnötig, aber ich war jetzt ehrlich gesagt, ich war jetzt nicht davon abgeneigt, mir eine neue zu holen, weil ganz ehrlich, was bringt mir eine Grün, wenn sie schmiert? Deswegen, ja, die schmieren teils, deswegen habe ich mir neue geholt. Da hinten seht ihr meine Nachfüller. Ich habe nicht für jeden einen Nachfüller. Teils, ihr seht, sind die noch eingepackt. Deswegen, ich, keine Ahnung, ich werde sie benutzen, wenn ich sie brauche. Aber es ist mal ganz gut zu sehen. Ich habe ja in einem Copic-Nachfüll-Tutorial, was ich gemacht habe, ich glaube, das ist schon teils ein Jahr her. Und ihr seht, die sind teils schon fast unbenutzt. Hier ist die Rot, die ich vor, ich glaube, einem Jahr, wo ich das Tutorial gemacht habe, benutzt habe. Ihr seht, da ist noch haufenweise übrig. Also die Nachfüller, die sind es echt wert, anstatt sich jetzt mal einen neuen Copic zu kaufen. Und ansonsten, was ich am Material noch habe, ist mein Lineal und die beiden da drüben. Keine Ahnung. Ihr wisst schon, für den Manga, den ich momentan als One-Shot plane. Und da hinten die Multiliner, die ich früher sehr oft benutzt habe. Mittlerweile benutze ich halt eher Tusche, aber das sind die Multiliner. Und meinen weißen Paint-Marker. Ich kann euch ja kurz mal zeigen, welche Größe das sind. Da hätten wir zuallererst mal 0,05 für die ganz schwierigen Fälle. Dann hätten wir
1,0, das war eigentlich eher so ein Fehlgriff, weil ich dachte, oh, 1,0, das ist, macht richtig fette Striche, das macht garantiert viel Eindruck, aber ich benutze ihn eigentlich nie, weil 1,0 ist viel zu fett für meine Verhältnisse. Dann den 0,3er, das ist so der, den ich eigentlich am öftesten benutze. 0,3 hat so die perfekte Breite eigentlich, was Zeichnen angeht. Und zum Schluss hätten wir noch den 0,5er. Den benutze ich, also mit dem mache ich meine dicksten Linien. Der 0,5er, ihr seht auch schon, die Spitze ist recht dick. Also das ist so das Maximum, was ich benutze. Den 1,0, den benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht fürs Ausfüllen von Panels, wenn die Panels recht klein sind. Aber ne, ansonsten benutze ich die nicht wirklich. So, weiter geht's mit dem hier. Das hat jetzt mehr mit Zeichnen anstatt mit Malen zu tun. Hier zuallererst mal die beiden, meine treuen Gefährten, die ich immer benutze oder immer bei mir habe, ist zuallererst mal ein Druckbleistift und ein Radiergummistift. Ich war anfangs nie wirklich ein Fan von Druckbleistiften, das habe ich in meinen ersten Videos auch gesagt. Allerdings jetzt, da ich Manga zeichne und wenn man auf Manga zeichnet und dann radiert und nochmal zeichnet, weil die Linien zu dick sind, ist es doch schön, eine präzise Spitze zu haben. Oh, es fokussiert sogar, ist das geil. Entschuldigung, ich bin noch meine alte Kamera gewohnt. Zumindest schön präzise, brauche ich eigentlich nur für Manga zeichnen, aber ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Deswegen ja, und ich habe immer 2 oder 3 Radiergummi zur Hand, weil ich sehr viele Radiergummi benötige. Wenn ihr euch überlegt, die habe ich dieses Jahr erst angefangen. Ist das jetzt Product Placement? die habe ich dieses Jahr erst angefangen und die waren irgendwie doppelt so groß, als ich sie angefangen habe. Aber jetzt weniger zu dem Thema, sondern mehr zum Thema Tusche und Inken. Das sind so die beiden Spitzen, die ich benutze. Das wären G-Pen und Marupen. Ich frage mich, welcher von den beiden wohl der G-Pen ist. Zumindest, ihr seht, ich benutze den Marupen eigentlich öfter. Die gehen schneller kaputt. Ich habe mir von Comicwelt sagen lassen, dass Marupen empfehlenswert ist. Deswegen habe ich mir den sofort ohne zu zögern geholt, weil Comicwelt hat immer recht. Ich habe oft gehört, dass Schoolpens ziemlich in sind bei Mangaka in Japan, aber ich habe mir bis jetzt noch nie einen Schoolpen geholt. Deswegen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Marupen, obwohl der halt, obwohl es hier und da wirklich schwer ist, mit dem umzugehen, wollte ich mir eigentlich auch mal einen Schoolpen holen, weil ich vermute, dass Schoolpens besser sind, aber ja, kann ich bis jetzt noch nicht beurteilen. Ich habe jetzt nur die beiden Spitzen. Die habe ich übrigens nicht von Amazon, die müsst ihr aus Japan importieren lassen, weil Amazon die aus welchem Grund auch immer nicht hat. Googelt einfach die Spitzen und dann findet ihr schon Internetseiten, wo ihr die kaufen könnt. Das ist so das Material, was ich zum Inken benutze. Übrigens zum Inken immer, oh, hoppla, immer Taschentuch oder irgendwas dabei haben. Ihr seht, mir hat das schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Ich habe hier 3 insgesamt. Einen habe ich mir selber gekauft, einen habe ich geschenkt bekommen und den anderen, das war eine kleine Aufmerksamkeit von Internetseite, wo ich die gekauft habe. Habe ich ja schon mal erwähnt in einem Artist's Opinion. Das ist einmal für dünne Linien, einmal für weiße Linien und einmal für normale Linien. Dass ich nicht jedes Mal die Spitze wechseln muss. Hinten dran seht ihr natürlich den Pentel Brush Pen, der auch bald leer ist. Sollte ich mir demnächst mal neue Patronen kaufen. Und gerade zum Füllen von schwarzen Panels, weil ich eine faule Sau bin, gerade ein Edding. Als Farben, oder besser gesagt als Tinte oder Tusche, benutze ich von Delete die schwarze Tusche und von Winsor & Newton die weiße Tusche. Da habe ich jeweils 2 davon, die seht ihr auch hier, jemals die geöffnete Variante. Da hinten Tusche zum Schreiben, weil ich früher mit Tusche geschrieben habe. Fragt mich nicht, zum Markieren. Und das, weil ihr wisst, ich habe früher sehr oft gebastelt auf diesem Kanal. Beispielsweise für den hier habe ich den Brit-Klebestift gebraucht. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Marke Brit erwähnen, warte Sekunde, dass wir das dann ganz korrekt machen. So, obwohl jetzt steht da trotzdem noch eine Marke drauf. Ach, egal. Zumindest für den Pokéball, den ich gebastelt habe auf dem Kanal, für das Tutorial habe ich den benutzt. Aber ansonsten brauche ich den nicht großartig fürs Zeichnen. Außer irgendjemand zeigt mir mal, wie man mit einem Kleber zeichnet. Das wäre wow, wirklich. Ansonsten war das so ziemlich alles, was das Zeichnen angeht. Wer wissen möchte, was ich mobil immer so dabei habe, das ist so das Zeugs, was ich mal mitnehme. Kein Druckbleistift, keine Copics, kein gar nichts. Ich habe immer meine Buntstifte dabei, weil ihr wisst, ich mag Buntstifte, Buntstifte sind toll. Das sind so ziemlich die Buntstifte, mit denen ich immer zeichne. Ihr seht, das sind 0815 Dinger Buntstifte, die wirklich nicht sehr hochwertig sind. Ihr wisst, ich halte nicht sehr viel davon, immer hochwertiges Zeugs mit mir rumzuschleppen. Mit dem habe ich den Stitch gezeichnet, mit dem habe ich den Darkwing, Dark hieß er so?
Mit denen habe ich die beiden gezeichnet. Also wirklich, es muss kein sehr hochwertiges Mega-Polychromo-Mega-Set sein. Ich habe zweimal Mega gesagt, weil Polychromo Mega-Mega sind. ja, zumindest, ich habe damit bis jetzt alle meine Holz-Buntstift-Zeichnungen gemacht. Und ich muss gestehen, ich bereue es nicht. Wirklich nicht. Weil, hey, es sind Buntstifte. Man kann auch billige nehmen. Dann habe ich immer einen Spitzer dabei und haufenweise Bleistifte. Zusammen mit Copic Multiliner. Den da benutze ich immer zum Unterschreiben. Die anderen beiden logischerweise immer zum Inken. Und einen Radiergummistift, weil ich zwei Radiergummistifte hatte. Hatte. Na gut, der ist ja schon fast leer. Das heißt, in dem Sinn hatte ich den. Ich benutze ihn auch nicht mehr so wirklich oft, weil Radiergummistifte haben auch zwei Spitzen, so wie ein normaler Radiergummi halt auch mal eine raue Seite und eine normale Seite hat. Ja, zumindest. Das fragen mich halt so viele Leute wegen den Buntstiften. Ich habe hier ein kleines Exempel, das habe ich mit denen gezeichnet. Könnt ihr euch auf DeviantArt nochmal einen Scan anschauen, wenn ihr möchtet. Waren die Buntstifte. Ich kann es auch nochmal rausholen. Sekunde. Sind nicht von Faber-Castell oder sonst was. Sind wirklich irgendwelche Billig-Bleistifte, Buntstifte. Wirklich nichts Weltbewegendes. Und zum Schluss das Equipment, mit dem ich meine Videos mache. Zuerst die Kamera hier, Xperia Z2. Was Xperia? Zumindest ein Sony Z2. Zwei Bildschirme und Adobe After Effects. Sekunde, ich kann nochmal dran zoomen. Da seht ihr das Logo, After Effects. Und unten dran, ihr seht, es ist Arbeit, so ein Video zu machen. Und dann nochmal Boxen und einen Namen, dass ich nicht vergesse, wie ich heiße. Ja. Soweit. Und den hier habe ich übrigens immer dabei für Skizzen. Sekunde, ich muss mal ganz gucken, ob da nicht irgendwas dabei ist, was nicht irgendwie geheim ist, weil ich ja den Manga damit geplant habe, an dem ich momentan arbeite. Ihr seht irgendwelche Skizzen von Charakteren und irgendwie sowas in der Art. Immer gut, mit Kuli irgendwas drauf zu zeichnen, falls man was nicht vergesst. Aber soweit war das eigentlich alles, was ich zu zeigen hatte. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video. Auf Drawing Like a Sir. Yeah.